Hallo meine Freunde, herzlich willkommen wieder mal zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, wir sind wieder dabei und ich habe keine Ahnung mehr, was jetzt mal genau da war. Oh. Da wussten wir jetzt nicht, ob wir hier wieder ordentlich rauskommen, ohne zu sterben oder nicht. Aber ich wollte auch ungern hier weggehen, weil wir halt hier so viele Rohstoffe noch haben. Ach ja, da war ja was. Da war ja ein Zombie, der uns genervt hat. So, dann versuchen wir mal, hier noch ein bisschen was abzubauen. An Kohle und sowas, dass wir mal ein bisschen etwas machen können. So. Ich glaube, unser Minecraft-Ton ist noch ein bisschen zu leise. Ihr hört davon, glaube ich, relativ wenig. Machen wir den mal auf 15. Schon besser. Also man hört ihn jetzt nicht super mega heftig laut, aber das soll man auch nicht. Dazu haben wir noch, es wäre komisch, wenn man alles gleich laut hören würde. Meine Stimme, die Musik und dann auch noch, wie heißt? Wow, Alter. Und dann auch noch, den Sound von Minecraft. Ich weiß nicht, was ich jetzt gerade hier mache, ey. Das ist doch unnormal, was ich hier schnell tue. Und ich finde auch extrem mutig, vor allem. Ich meine, einfach mal so in der Nacht hier rauslatschen. Oder in der Nacht weiterhin hier rumlatschen. Muss ja eigentlich nicht sein, aber. Ja, ich finde es gerade wieder sehr interessant hier. Gerade weil hier so viele Erze rumliegen. Das macht die Sache noch viel, viel interessanter. So, war das alles schon wieder? Ja. Hier noch ein bisschen was. Was wohl passieren wird, wenn ich jetzt das dahin setze und den da wegmache? Wenn ich einfach mal so denke, wir bauen mal das hier zu und dann mal hier und da. Zack, hat's funktioniert. So, einfach mal so nebenbei. Just for fun. Jetzt ganz vorsichtig. Mal eine Runde hochbauen. Damit wir jetzt nicht noch weiter darüber gehen müssen, machen wir mal die hier weg. Weil ich habe keinen Bock, noch näher an die Lava zu gehen. Ganz ehrlich nicht. Wow. So. Was? Nö. Oder warte mal. Kommt man dann trotzdem da ran? Ja, tut man. Okay. Machen wir hier wieder runter. So, war nicht noch irgendwo Eisen? Oder haben wir jetzt hier, war das alles ein bisschen? Alter, wie hoch das hier geht. Boah, ey, zwischendurch ist es immer so ganz extrem krass hier mit den Frames. Aber auch nur wenn ich hier am Let's Playen vom Einzel-Minecraft bin. Wenn ich mit dem Naturus zusammen, was ihr hoffentlich auch guckt, ich werde seinen Kanal auch nochmal in die Channel-Beschreibung reinhauen. In die Videobeschreibung reinhauen. Ja, ich hoffe, wie gesagt, dass ihr das auch guckt und da passiert das auf jeden Fall nicht. Da habe ich nicht so eine Probleme wie hier. Ganz komisch ist das. Müsste ich mich echt nochmal erkundigen, woran das schon wieder liegt. So, wollen wir hier hoch eben. Da ist wieder mal, hat wieder mein Bildschirm gespackt, warum auch nicht. So. Macht er sich bemerkbar. So hell aus hier. Komm da hoch jetzt. Ich will mal gucken, ob ich hier was finde. Vielleicht machen wir mal da so. Die Tür fällt immer schönes rum. Alter. Ey, ich glaub's ja nicht.
Ach ja, was zu essen, darum ging es ja auch noch. Wenn wir schon mal dabei sind. Was zu essen. So, machen wir mal alles weg hier. Zack und zack. Das auch noch. Schön alles mitnehmen. Alles an Kohle mitnehmen, was wir nehmen können. Wir werden davon noch eine ganze Menge benötigen. Aber den Kohle-Song darf ich nicht singen, weil der gehört nicht mir. Ich würde ihn gerade gerne singen. Wirklich. So, und dann gehen wir wohl mal wieder in Richtung nach Hause, würde ich sagen. Was haben wir alles Schönes dabei? Ja, wir haben eine ganze Menge Dinge dabei, die wir dann erstmal zu Hause wegtun können. Wenn wir den Weg nach Hause wieder ohne Probleme finden. Ich weiß noch gar nicht, wie wir hierher gekommen sind. Ich weiß es nicht. Es ist wieder heller, das sehe ich gerade. So, upsa. Wow. So, wir sind glaube ich hier runtergeschwommen, ne? Ja, genau. Wir sind hier runtergeschwommen. Dann schwimmen wir wieder hoch. Hey, war diese coole Hinterhöhle dahinter, das war ja, ja, die hat mir echt gefallen. So. Na, kommen wir noch hoch? Ja, wunderbar. So, hier sind noch Zombies unterwegs. Wie weit brauchen wir nach Hause? 300 Meter? Lauf, lauf, lauf! Ein Skelett! Wir müssen ganz viel essen. Wir müssen Leben wieder regenerieren. Alter! Geh weg, ey. Scheiß Vieh. Glaubst du nicht? Brennet gleich, wenn es hell wird, meine Gegner. Alter Schwede, ich will nach Hause. Will ich noch mehr Leben verlieren? Lass mich in Ruhe. Und da geht die Sonne, da hinten geht sie auf. Was ist das denn? Das sind wahrscheinlich Wolken, genau. Wolken sind das. Gut. So, so, so. Wow. Hier geht's in eine Höhle rein. Das gefällt mir natürlich. Aber da gehen wir jetzt nicht rein. Wir gehen jetzt nämlich erstmal weiter. Wir wollen dann wieder nach Hause. Jetzt können wir auch rennen, jetzt nehmen wir unser Leben aufgefüllt, jetzt brauchen wir unsere Hungerleiste dann, bis wir zu Hause erstmal nicht. So, dann wollen wir mal. Wir können mal noch ein paar Schweine mitnehmen. Du Scheißschwein, komm her hier. So. Haben wir noch ein bisschen was zu essen gerade dann mitgenommen? Das nehmen wir auch noch mit. Werden uns ja sowieso irgendwann noch mal eine kleine Farm errichten. Kennt ihr ja aus den zwei oder jetzt glaube ich sogar schon drei vorherigen Maps. Ah, so viele alte Erinnerungen. Ich würde sagen, wir sind zu Hause. Geh weg. Du auch. So, Home Sweet Home, meine Freunde, Home Sweet Home. Jetzt wird erstmal hier ein bisschen Eisen gebraten. Eisen gebraten, oh, geschmolzen, so. Ja, außerdem wollten wir eigentlich auch auf Holzsuche gehen.
Wollen wir jetzt unser Haus, aus was bauen wir jetzt unser Haus, ist eigentlich eher die Frage. Vor allem, warum ist es ja alles so uneben? Das ist doch nervig. Haben wir noch genug Erde? Ja, noch eine Kiste. Da wollen wir jetzt erstmal unsere Sachen einsortieren. So. Das ist das Erste, was wir tun. Holzkohle haben wir noch ein bisschen da drin. So, da ist. Ah, das Fichtenholz drin. Okay. Da, so, das, das, das. Das kann da auf jeden Fall auch rein. Das auch. So, Gravel, Wolle. Erde nehmen wir mal raus, weil die brauchen wir nämlich gleich. So, ah, wir haben noch 33 rohes Schweinefleisch, das tun wir eben da rein. Rohes Rindfleisch auch. Das normale Holz, das behalten wir erstmal. Und dann wird das auch noch da reingetan, der Ofen. Den Ofen, ne, den stellen wir jetzt mal. Ah ja, mit der, ja egal, mit der Spitzhacke gemacht, egal was soll's. So, den stellen wir mal hier hin und hauen da jetzt mal die 33 rohe Schweinefleisch rein. So, das kommt da hinein. Haben wir noch 20, dann haben wir noch 20 Fichtenholzbretter. So. Dann fangen wir mal so ganz langsam an, jetzt mal hier unser Territorium zu basteln. Ich weiß nicht, was ist hier drin. Ja, egal, was soll's. Ah, so wollte ich das nicht. Hier so, zack. So. So. Euer Ernst hier mit dem Block da jetzt in der Luft? Mann, 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 ich hasse es. Und mal schauen, wie es ist, wenn ich das jetzt hier alles ausgefüllt habe, wie das denn aussieht. Also der Platz müsste erstmal reichen, oder? Ich weiß es gerade nicht genau. Ich bin ja immer so. Ich weiß ja nicht, ich baue ja lieber größere Dinge. Wollt ihr, dass ich mir richtig heftig viel Mühe gebe? Und halt auch was Großes dabei dann aufbaue? Oder soll ich eher so kleine Pi mal Daumen und dann mehr unterwegs sein? Ich kann nur sagen, ich wäre dafür, wenn ich jetzt so ein bisschen größere Dinge bauen kann. Wie gesagt, es ist eure Entscheidung. Ihr seid meine Zuschauer, ihr entscheidet, was ich tun werde. Ich würde schon gerne so ein etwas großes Haus hier bauen, weil das wird ja wieder ein etwas längeres Projekt, so wie ich mich kenne. Deswegen, so. Ich weiß nicht, wie es mal rumsteht. So, weg damit. Der Block ist auch total unnötig. So, dann haben wir hier ausfüllen. Ne, kannst du auch noch ausfüllen? Ja, ausfüllen. Ausfüllen, ausfüllen. Dann wäre der Block auch nicht unnötig gewesen, dann können wir den nämlich gleich wieder hinstellen. Nanu. Jetzt. Keine Erde mehr? Was? Das müssen wir. Ah, hier muss auch noch. Das müssen wir dann ändern, würde ich sagen. Bei mir müssen wir was wegnehmen. Schadet auch nicht. So, 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 so. Dann hier auch nochmal schnell. So. Wir könnten ja, damit das ja nicht zu schlimm aussieht. So. Kommen wir da wenigstens noch hoch. Gut, dann müssen wir eben ganz schnell hier noch ein paar hinstellen. So. Und dann müssen wir das dann noch ausfüllen. So, ich habe hier voll die Frame-Probleme. Das kotzt mich an. Ich glaube, ich muss. Nebenbei, wenn ich Minecraft aufnehme, das merke ich mir für die nächste Folge, werde ich dann halt ja, den Teamspeak noch ausmachen, glaube ich. Genau. So, jetzt haben wir eine kleine Fläche. Ich würde sagen, wie machen wir das jetzt? Jetzt gehen wir erstmal Holz suchen. Wir werden das dann auf jeden Fall. Wow. So, Quatsch. So, 30. Dann bauen wir uns mal eben schnell eine Holzaxt, ne, quasi eine Metallaxt.
Eisenaxt, whatever. So. Dann tun wir hier das Eisen rein. Und die Kohle tun wir auch da rein. Und dann gehen wir mal auf normale Baumholz, Holzbaumsuche, whatever. Beziehungsweise wir bauen uns jetzt erstmal welche hin, weil da sind gar keine mehr. Sehe ich gerade mal so. Wir haben hier keine normalen Bäume mehr. Das ist natürlich doof. Wir brauchen Bäume. Bäume brauchen wir. Wir brauchen Bäume. Normale Bäume vor allem. Ich glaube, die waren weiter in die Richtung dahin. Wenn ich mich nicht täusche. Hier schon was essen nebenbei. So, wo gehen wir jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen einfach. Wir gehen einfach in die Richtung. Einfach mal dahin. Kann nicht verkehrt sein. Irgendwo wird man schon ankommen. Düp, düp. Düp, düp. Düp, düp. Düp, düp. Düp, düp. Das ist ein normaler Baum. Den nehmen wir mit. Wenn wir ihn schon mal finden. Da kommt auch da. So, Axt raus. Oh, ohne diese automatische Hack irgendwas Plugin auf unserem Server, da bin ich ja. Ja, brauche ich ein bisschen länger für. So. Gehen wir mal da lang. Frag mich nicht, ich habe keine Ahnung, wo wir hingehen. Ich gehe einfach. Die Biome sind so riesengroß geworden, das heißt, es ist jetzt extrem schwer. Wow, geil. Muss ich sagen. Nein, wie gesagt, es ist extrem schwer, jetzt normale Bäume und so zu finden. Weil die Biome halt, wie gesagt, größer gemacht wurden. Alter, was ist das denn hier alles? Wie geil ist das? Cool, ey. So. Oh, ja, doof. Hier muss ja immer normale Bäume geben, erstmal ohne Witze. Wenn ich nicht innerhalb der nächsten Minute normale Bäume finde, ein paar bessere, ein paar mehr meine ich, gehen wir wieder, würde ich mal sagen, wieder zurück, weil die Sonne geht nämlich gleich wieder unter. Und das ist uncool. Mäh. Tipp, tipp. Na, wisst ihr was? Wir gehen zurück. Und können dann nämlich auch gleich schlafen gehen, dann ist nämlich wieder Tag. Ich weiß, es war ein sehr mutiger Sprung. Aber und vor allem auch unschmerzhaft. Der nächste war dann erst schmerzhaft. Oh, es wird dunkel, es wird dunkel. Renn nach Hause, renn nach Hause, renn nach Hause. Ah. Wunderbar geschafft. Rüber gesprungen. Nicht gegen den Baum. Das war cool, aber egal. Warte mal, diesen Punkt muss ich mal eben als cooler Punkt so speichern. Dann haben wir den nämlich schon mal. Und dann gehen wir ganz, ganz fix nach Hause. Alter, warum verlange? Nein. Dann geht schon unter. Oh, lauf beeilig. Da vorne ist es. So. What the fuck? Komm denn da? Geht das hier jetzt ja auf, ja. Ja,
Alter! Hier sind schon Viecher, das ist unfair! Ich bin noch gar nicht so weit! Ich war noch gar nicht fertig! Ihr dürft erst angreifen, wenn ich sage, ich bin bereit! Das wird euch wenig interessieren, ich weiß. So, sorry. Ich habe außerdem gegen das Mikro gehauen. Hier sind wir zu Hause. Aua, egal. Holz haben wir, Holz haben wir, Holz haben wir, wir brauchen Wolle. Ich fahr hier rein. Ihr seht mich nicht, ich sehe euch nicht. Was? So, hier was Sicheres. So. Sicher. Aber keine Crafting. Ah, die mache ich mir jetzt mal. Sorry Leute, die mache ich mir jetzt mal ganz schnell. Kein Bock jetzt nochmal rauszulatschen. Das haben wir doch schon gemacht. Egal. Was haben wir dann? Genau, wir haben dann hier drin eine Workbench. Das ist ein Vorteil, das war beabsichtigt. So. Dann brauchen wir noch 3 Holz. Und haben ein Bett. So. Dann schauen wir uns erstmal hier rein. So. Meine Freunde der Nacht oder des Tages mittlerweile wieder. Wir machen weiter. Sofort. Ich habe nur mal eben eine hübsche Kerze angemacht. Weil ich mag Kerzen. Sogar mein Ernst. Viele würden sagen, hey, guck mal, voll der Schwule. Er mag Kerzen. Und weißt du was? Es interessiert mich nicht. Denn ich mag Kerzen und ich mag Kerzen. Wisst ihr, was ich jetzt noch mache? Ich gehe mal eben kurz was holen. Wo ist das jetzt? Da. So, Kiste. Wir haben 5 Knochen. Aus den 5 Knochen können wir 15 Knochenmehl machen. Welche wir mal eben auch für unsere Bäume benutzen, damit wir mal ein paar Sepplänge kriegen. So. Wachsebaum. Oh, der ist ja, oh, er ist ja an der reingewachsen. Und du? So. 4. So. Und dann fahren wir mal ein bisschen Holz. Und der andere kommt dann auch der Sepplinge runter, welche wir benutzen können. Hoffe ich zumindest. So. Kommt da ein Säppling raus irgendwo? Hallo? Ah, da ist einer. Wunderbar. So, dann tun wir. Ja, ich habe extra Platz gemacht. So. Was? Toll. Kommen da vielleicht noch ein paar mehr runter oder so? Hier fehlt noch ein einziges Stück Holz. Ja komm, was soll's, ey? Warum soll da noch der Baum rumstehen? So. Braucht er dann nicht, ups. Braucht er dann nicht rumstehen, ja. So, kommen keine Sitzlinge mehr? Ja gut, also mit diesem Warten auf Sepplinge machen wir glaube ich dann auch in der nächsten Folge erst weiter. Ich würde mal sagen, das reicht für heute, ne? So. Ja, wir haben ein bisschen was geschafft, wir sind ein bisschen rumgerannt, haben ein bisschen was von der Welt gesehen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder, ne? Bis dann, tschüss.